So, jetzt können wir loslegen. Freunde, herzlich willkommen zu dem neuen YouTube-Video zusammen mit Basti, der gerade im Teamspeak ist. Einen wunderschönen guten Tag, hallo, ja. Genau, wir haben heute... Laber mir nicht rein, Junge! Freunde, wir haben heute was vor. Ihr habt es vielleicht schon im Titel gelesen. Basti und ich probieren heute mal ein bisschen in der Zeit zurückzureisen. Und zwar damals, wo wir noch nicht so erfolgreich und gut aussehen waren. Das war meine Idee, by the way. Maul. Na, Freunde, aber im Grunde versuchen wir heute zu streamen mit 0 Followern und 0 Viewern. Also wir fangen beide einfach bei 0 an. Wir haben uns beide gerade einen neuen Twitch-Account erstellt. Meinen Namen seht ihr gleich. Ich weiß Bastis Namen nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was Basti macht. Wir haben keine Ahnung, was die Strats sind. Ich habe ein paar Sachen vorbereitet, die werdet ihr gleich sehen. Wenn ihr die Sicht von Basti sehen wollt, dann schaut auf jeden Fall bei seinem Video nach meinem Video vorbei. Unser Wetteinsatz sind 50 Subs. Also, wenn ich gewinnen sollte, bekomme ich von Basti quasi 250 Euro. Wenn ich verlieren sollte, muss ich Basti 250 Euro geben. Und die Regeln, die man vielleicht noch wissen sollte, also wir dürfen jetzt nicht irgendwelche anderen großen Streamer anfixen und sagen, yo, hostet uns mal oder so. Mann, wie sagt man das halt? Anschreiben. Achso, ja. Das war's komplett. Wir dürfen uns auch nicht selber hosten. Wir dürfen auch nicht auf unserem Twitter, auf unserem YouTube oder auf unserem TikTok irgendwas posten. Aber ansonsten alles, was mehr oder weniger halt logisch ist. Ich bin sehr gespannt, was es am Ende wird. Kann auch komplett in die Hose gehen. Ja, ich bin gespannt. Also ich habe ein paar Sachen vorbereitet, Bruder. Zieh dich warm an auf jeden Fall, Junge. Ich glaube, ich habe einen slightly kleinen Vorteil, weil ich meine Cam habe. Nein, nicht nur klein. Dadurch sehen Leute halt mein Bild und könnten halt dann auf mich draufklicken. Bei Basti wird das dann schon ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden Fall von mir, dass ich dann trotzdem hier den Wettbewerb mitmache mit so einem großen Einsatz. Oh, du bist so cool, Basti, du bist einfach so ein Ehrenmann, wirklich einfach mal Hashtag Ehrenmann in meine Kommentare. Ich blende hier unten noch meine Views ein und wie lange ich streame und so weiter und meine Followerzahl, dass ihr alles sehen könnt. Und hier seht ihr gleich den Chat eingeblendet, also ich kann ja mal kurz testweise was schreiben. Hier seht ihr dann quasi, wenn Leute was schreiben. Wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Ab genau jetzt, Bruder. Ich bin super, super pumped. Ich wünsche dir auf gar keinen Fall viel Glück, Bruder. Ich hoffe, du verkackst richtig. Was in dieser Folge geschehen wird. No! Oh, wir haben zwei neue Follower. Oh, oh mein Gott. Okay, Freunde, das ist jetzt super weird. Also, das ist jetzt, no joke, richtig weird. Ich habe keine Ahnung, ob überhaupt irgendwer zugucken wird. Was wir auf jeden Fall erstmal machen, Freunde, das ist das, was ich gut kann, ist just chatting. Dementsprechend ist das Erste, was wir machen, Freunde, erstmal Sachen einrichten, right? Und zwar machen wir erstmal eine zweite Szene. So, mit einer Bildschirmaufnahme, Freunde. Das ist das A und O meines Livestreams. Okay, das ist super wichtig. Zack. Jetzt können wir just chatting shit machen, okay? Perfekt, Freunde. So, damit fangen wir an. Dann würde ich sagen, das nächste, was wir machen, wir gehen in unser Dashboard und gucken, dass wir unseren Titel anpassen. Ich hab da eine kleine Idee, Jungs. Pass auf, ich nenne meinen Titel. Ich mach Liegestütze für jeden Follower. Okay, das ist mein Titel, Freunde. Und wir gehen in die Kategorie just chatting. So, okay, alles eingestellt. Ich weiß nicht, warum wir zwei Zuschauer haben, Freunde, aber wir haben zwei Zuschauer. Ich glaube, ich bin es einfach selber. Ich glaube, ich habe zweimal meinen Stream offen gerade. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, ich habe einfach zweimal meinen Stream offen. Das war's komplett. Ich dachte echt, dass schon zwei Leute zugucken. Das war crazy. Das nächste, Jungs, was wir machen, okay? Ich habe hier was vorbereitet. Ich habe einfach mal bei Google eingegeben, Follower bekommen auf Twitch, okay? In 5 Schritten mehr Twitch-Follower bekommen, okay? Um mich ein bisschen zu informieren, Jungs, weil bei mir ist es schon lange her, okay? Ich habe keine Ahnung, wie man Twitch-Follower bekommt. Dementsprechend steht hier, baue deine eigene Marke auf, vermarkte dich selbst. Aber der erste Typ, der reinkommt, Freunde, den müssen wir direkt catchen. Okay, und zwar mit diesem hier. Das ist was, was ich früher mal verwendet habe. Das ist quasi eine Seite, da kann man einen Link erstellen. Und wenn Leute auf den Link klicken, wird automatisch ein Tweet erstellt für die. Also sowas wie, hey, schaut bei twitch.tv/coolerStreamer. Das ist übrigens mein Name. Mir ist nichts Besseres eingefallen, lul. Vorbei, Komma, der macht gerade eine unnormal nice Show. Holy shit. Okay, das ist das, was wir quasi als Tweet nehmen. Und wenn jetzt jemand hier reinkommt, okay, bekommt er quasi einfach automatisch einen Link. Den kann er quasi einfach anklicken und dann hat er automatisch... Okay, warte mal, die brauchen hier eine E-Mail anscheinend. Ja, Freunde, das funktioniert auf jeden Fall richtig gut. Da habe ich mir richtig was überlegt, Alter. Okay, warte mal, wir versuchen es nochmal. Okay. Das müsste gut sein. Ja, jetzt ist es perfekt. Jetzt ist es perfekt, Freunde. Okay, wenn man jetzt auf den Link geht... Okay, jetzt ist es perfekt. Okay, so, den Link müssen wir ready machen. Okay, den müssen wir uns irgendwo abspeichern in einem Editor oder so. Weil wenn wir gleich unseren ersten Zuschauer haben, müssen wir das unbedingt in den Chat spammen, dass die da drauf klicken sollen. Ich weiß, es sieht super fucking scuffed aus. Ich werde den Leuten einfach sagen, dass das ein legiter Link ist und dass sie da drauf klicken können. Das ist unser Strat. Actually weiß ich nicht so ganz, was wir jetzt machen sollen. Wir sind immer noch bei einem Zuschauer. Ah, Freunde!
Freunde, ich habe mir was Kleines überlegt. Okay, und zwar lade ich hier schon meinen Laptop auf, okay? Und ich dachte, wie smart wäre es einfach, wenn ich mit dem Laptop einfach auch auf meinen Stream gehe? Dann habe ich schon meinen zweiten Viewer und dann bin ich in der Liste weiter oben. Das war quasi mein Gameplan. Wir müssen den ersten Zuschauer bekommen. Wenn wir den ersten Zuschauer haben, Freunde, dann geht's los. Oh mein Gott, stellt euch vor, wir kriegen einfach jetzt eine Stunde keinen Zuschauer. Oh mein Gott, das wäre so weird. So, mein Stream ist hier offen, Freunde. Ich gehe jetzt auch hin und über mobiles Internet werde ich meinen Stream auch nochmal anmachen. Das ist mein Plan, Freunde. Dann habe ich schon mal die 3 Viewer easy. Okay. Perfekt. Wir müssten jetzt auf die 3 Zuschauer hochkommen. Ich weiß nicht so ganz. Das sollte eigentlich funktionieren. Wir sind aktuell laut dieser Anzeige hier immer noch bei einem Zuschauer. Ach Gott, sind schon 10 Minuten vorbei, Alter. Und ich habe noch nichts gerissen so richtig. Okay, Freunde, ich habe eine Idee. Wir machen uns einen neuen Twitter-Account und posten unter bekannten Hashtags den Link zum Stream. Vielleicht ist das ein Anfang. Freunde, wir haben einen brandneuen Twitter-Account. Cooler Streamer 95. Okay, Freunde, gehen wir mal in die Trends. Wir haben hier Rezo. Rezo ist gerade aus irgendeinem Grund getrendetes Thema. Okay, Rezo ist ja cool und so, aber schaut mal hier rein. Okay, vielleicht... Gott, das ist so unglaublich wack. Das copy-pasten wir einfach und machen das einfach für jeden Trend. Haben wir das? Okay. Okay, hier ist der Link, Freunde. Ich habe auch, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt, ich habe für meinen Stream ein sehr, 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 sehr flashy Profilbild gewählt. Also ich habe eins gewählt, was so ins Auge sticht, dachte ich. Ich habe hier so einen Kreisel gewählt, okay? Ich dachte, wenn man das sieht, dann klickt man da vielleicht eher drauf. Warte, wir haben 4 Zuschauer. Vielleicht ist jemand Neues da. Ich glaube, das ist eigentlich ein Twitch-Admin. Hi. Okay, warte mal. Oh mein Gott. Okay, warte. Wir haben 5 Zuschauer. Oh mein Gott, wir haben neue Zuschauer. Wir haben neue Zuschauer. Marco Fiore 99. Hi. Free Killy und der neue Chef. Ich weiß nicht, ob ihr mich gerade hören könnt. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon durchgezogen seid. Aber falls ihr mich hören und sehen könnt. Ey, Jungs, ich bräuchte einen Follow von euch. Okay? Ich weiß, es hört sich übel low an. Ich bräuchte... Gott, das ist so awkward, Alter. Ich fühle mich wie der letzte Sellout gerade. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben den ersten Zuschauer. Bro, was geht ab? Hi, ich grüße dich. Chef, was geht ab? Oh mein Gott, Free Kitty ist auch am Start. Freunde, ich grüße euch. Ich grüße euch. Freunde, passt auf. Ich bräuchte euren Follow, okay? Das ist wirklich wichtig. Falls ihr Bock habt, ihr müsst nicht, okay? Ich habe hier so einen Link vorbereitet. Okay, der sieht super scuffed aus, ich weiß. Wenn ihr auf den Link hier klickt, dann öffnet sich einfach nur so ein Fenster, wo dann so ein Tweet vorbereitet ist, wo ihr dann quasi Werbung machen würdet für meinen Stream, okay? Das ist actually so sellout. Holy shit. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben 6 Zuschauer. Wir gain Zuschauer. Oh mein Gott, das läuft gut. Wir haben Electrical Longboard im Chat. Bruh. Hi, was geht ab? Und Free Kidley und der neue Chef sind beide noch hier. Achso, warte. Ich habe gesagt, ich mache für jeden Follower Liegestütze. Wir haben einen Follower. Also dementsprechend muss ich einen Liegestütz jetzt machen. Es ist ein bisschen awkward, weil irgendwie mache ich die Liegestütze jetzt für niemanden hier. Das ist Alpha. Okay, easy. Da ist der erste Liegestütz. Wir könnten in den Official Teamspeak gehen und da Werbung machen. Wir nutzen Bastis Teamspeak aus, Freunde. Passt auf. Okay, wir sind jetzt auf Bastis Teamspeak und wir reden jetzt einfach mit Leuten hier. Hallo. Yo, grüß dich. Hallo. Soll ich wieder gehen, oder? Egal. Ey, Jungs, ich habe so einen Stream gerade am Laufen. Könntet ihr da vielleicht mal vorbeischauen? Wieso? Okay, safe nicht. Würde mir wirklich... Also, ich habe gerade angefangen mit Streaming. Das erste Mal. Ich will nur wissen, wieso. Achso, wieso? Naja, ich weiß nicht. Ich habe halt erst einen Follower und gerade 4 Zuschauer und niemand schreibt im Chat, weißt du? Aber wenn ihr Bock habt, dann schaut einfach mal vorbei. Also, ich heiße... Nice voice crack. Mein Stream heißt genauso wie mein Name im Teamspeak. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace. Ciao. Hi, ich wollte einfach mal fragen, kannst du vielleicht meinen Stream anmachen? Ich hab... ja, klar kann ich. Oh, nein, okay. Okay, danke, Bro. Ich heiße einfach genauso, wie ich hier im Teamspeak heiße. Danke, Mate. Okay, probieren wir es auf anderen Teamspeak-Servern. Germany Teamspeak 3 Serverliste. Perfekt, Junge. Wir verbinden jetzt einfach auf random Teamspeaks. Annie, was geht ab, Bro? Annie, hi. Annie, ich brauche unbedingt deine Hilfe, okay? Ich brauche unbedingt deine Hilfe. Wir haben gerade eine Wette am Laufen, wer mehr Follower bekommen kann innerhalb von einer Stunde, okay? Ich habe noch Pi mal Daumen eine halbe Stunde Zeit. Ich probiere mein Glück mal so lange in anderen Teamspeaks. Hallo. Hallo. Guten Tag. Störe ich gerade? Bitte Deutsch. Ja. Ja, ich, also es ist jetzt vielleicht ein bisschen weird, aber ich wollte einfach fragen, ob ihr eventuell meinen Streamer machen könntet. Also ich heiße einfach so, wie ich im Teamspeak heiße. Ich habe gerade angefangen und ich bräuchte ein paar Zuschauer, wenn ihr Bock habt. Please, English. Oh, I'm sorry. Alright, have a nice day. Have a nice day, man. Fuck! Das war nicht so erfolgreich, verdammt. Oh, jemand hat einen Follow da gelassen, Freunde. Dann machen wir aktiv einen Liegestift. Guck mal, weil du es bist, leg ich noch einen drauf. Geht klar, Harry. Okay. Annie scheint mich zu kennen. Kuss geht raus, Bruder. So, hast du schon meinen Stream irgendwo gepostet oder so? Das Ding ist halt, ich habe noch eine halbe Stunde und ich bin erst bei 2 Followern in der WhatsApp-Gruppe. Okay, mega nice, mega nice. Weißt du, Annie, weil du es bist, Bruder, komm, ich leg nochmal 5 Liegestütze drauf.
für den Pump. Pock in Chat, ich hab zurzeit keinen Twitter. Bruder, wer hat keinen Twitter in 2019? Lost einfach. Bitte macht ihr gleich Twitter, Bruder. Komm nochmal, TS. In welchem Teamspeak seid ihr denn? Das könnte mein Durchbruch sein, Chat. Mit welchem Chat rede ich hier? Es ist eh keiner im Chat. Es ist so weird. In den Basti-TS. Okay. Hallo? Guten Tag. Ist einer von euch Le Premix? Ja, ich. Oh, Jungs, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Könnt ihr eventuell einen Tweet absetzen mit meinem Stream? Also einfach, hey Freunde, ich weiß, es ist super Sellout, aber könntet ihr das vielleicht machen? Und könntet ihr ein Follow dalassen bei cooler Streamer? twitch.tv/coolerStreamer? Ich mache auch für jeden Follow einen Liegestütz, Freunde. Das ist kein Problem. Ich mache auch 5 für euch, wenn es sein muss. Habe ich gerade schon gesehen. Danke, Mann. Gegen wen hast du die Challenge eigentlich? Darf ich nicht sagen. Aber ihr seid dann mit dem YouTube-Video, Jungs. Ich schneide euch mit rein. Ey. Oh, ja. Freunde, ich wünsche euch noch einen Top-Abend und danke für die Hilfe. Alright, danke für die Hilfe. Okay, perfekt. Nice. Das hilft extrem. Oh, wir haben 2 neue Follower. Ey, wer auch immer gefollowt hat, absoluter Ehre, Mann. Wartet mal. Danke für eure Follows. Oh mein Gott. Hier sind nochmal 2 weitere Liegestütze. Ich glaube, es waren 3 actually. Ich habe 3 gemacht. Ich frage mich, was... Ich will jetzt seinen Namen nicht sagen, aber ich frage mich, was mein Konkurrent gerade macht. Ich versuche nochmal mein Glück in TeamSpeaks. Hallo? Hallo? Hi, kann ich fix stören? Oder ist gerade ungünstig? Ja, kannst stören. Pass auf, ist jetzt ein bisschen unangenehm, okay? Ich habe gerade einen Witz anlaufen. Ich habe mir so ein paar Sekunden mehr Follower, als ich auf Twitch bekommen. Ey, du hast recht, ich habe meine Stimme lassen. Ich mache auch einen Liegestütz für deinen Follow oder so. Warte. Hast du eine Webcam? Ich habe eine Webcam, ja. 10 Liegestütze. Okay. Bruder, chill! Komm mal, ich leg nochmal 5 drauf, weil du es bist, okay? Okay. Danke, Mann, ich wünsche dir einen schönen Tag. Peace. Ja, peace. Er sagt 10 Liegestütze. 31er. Luck, mach Liegestütze. Hab gefollowt. Okay, Bruder, alright, easy. Ich mach jetzt für jeden Follow 5 Liegestütze. Wir haben 13 Zuschauer. Oh mein Gott. Bruder, mein Durchbruch. Okay, kein Ding. Wieder entfollowed. Danke, Bro. Du 31er. Bitte, Bruder. Ich brauche den Follow. Gönn. Bei 10 bekommst du auch eins von mir. Okay, pass auf. Sendre und Harzer. Ich mache für euch beide zusammen, okay? Das müssten 10 gewesen sein. Ey, Freunde, es läuft gerade richtig gut. Wir können jetzt nochmal richtig durchpowern. Wir haben noch 16 Minuten Zeit. Oh, Enik hat einen Sub da gelassen. Wir haben 9 Follower, Chat. Und Alex hat auch gefollowt. Danke, Bro. Ist das wirklich so? Ja, gefolgt vor 19 Sekunden. Wir sind bei 10 Follower. Wir haben 10 Follower. Let's fucking go. Ich lasse nochmal 10 Liegestütze springen, okay? Oh. Oh. Ey, Freunde, das tut mir wirklich leid. Beim besten Willen, Alter. Aber ich schaff die 10 nicht. Aber danke für eure Follows. Ich versuch's nochmal im Teamspeak, Freunde. Yo, hi, grüß dich. Hi, was geht? Hi, ich müsste dich mal kurz stören. Ich weiß nicht, also hast du kurz Zeit? Ja, warum hörst du dich an wie Papa Platte? Ich weiß nicht, was du meinst, aber ich habe angefangen zu... Also ich bin mir eigentlich 100%ig sicher, dass du Papa Platte willst, weil du dich eher nach ihm anhörst. Gut, ich muss jetzt los. Ciao. Fuck! Wir sind aufgeflogen, Jungs. Und ich denke mal nicht, dass der echte Papa Platze hier auf dem TS ist. Ich hole ihn hoch, frage, warum der hier Werbung macht. Er ist ja wieder komplett. Da. Kann er denn noch reden? Wenn er streamt, sollte er auch reden können. Oh boy, Monk KW, Freunde. Also bei mir ist neben seinem Diamant so ein Mikrofon, das ist ein X, also gestummt so. Ah, ich habe einen Channel-Bann gegeben, da war ja was. Er mutet mich, Freunde. Hallo. Ja, du darfst dich jetzt erstmal nicht gucken. Hallo. Hi. Kannst du denn auch richtig reden? Oh, ja, easy. Hi, was geht? Alles cool? So, wie ist das mit deinem Stream-Namen hier? Keine Ahnung. Die sagen, du wärst das nicht und würdest hier irgendeine bekannte Person faken oder so. Nee, mach ich nicht. Ich habe nur kurz, also, ist jetzt vielleicht nicht die feinste Art, aber ich habe gesagt, dass ich ein Livestreamer bin und gerade einen Livestream mache auf dem Twitch-Kanal, der genauso heißt wie mein TeamSpeak-Name. Ja, das ist das Problem. Naja, aber ja, vielleicht habt ihr einfach Bock vorbeizuschauen. Tschüss. Mann, wir haben nicht so viel Zeit. Digga. Wir haben nur noch fucking 4 Minuten. Okay, wir haben 13 Follower, okay. Ey, wir haben 15 Follower sogar. Alter, das ist ja ein richtiges Fest. Vielen, vielen Dank, Mann. Ich mache nochmal ein paar Liegestütze, Freunde.
Und noch 2 Minuten. Ich meine, wir haben uns ganz gut geschlagen, Alter. No joke. Okay, Leute. Ich mache nochmal ein paar Liegestütze zum Abschluss. Okay, wir haben nur noch 1 Minute oder so. Ich weiß, es sind Billo-Liegestütze, aber danke für den Support. Ja, die 1 Stunde ist um. Okay, Ladies and Gentlemen, ich möchte mich bedanken für alle Leute, die dabei waren. Ich gehe jetzt offline. Grüße gehen raus. Ey, ich hoffe so sehr, dass Basti jetzt nicht mehr verloren hat. Okay, Basti ist da. Fass mal kurz zusammen, was du so ungefähr gemacht hast die ganze Zeit. Also, ich weiß nicht, ob du mich jetzt flamen wirst oder so. Ja, nee, alles aber gut. Aber so wie man, also, ich wollte halt gewinnen, weil du hattest ja auch den großen Vorteil mit der Facecam. Ja. Bei mir gab es halt ein Giveaway. Okay. Ich habe so gemacht, mein Streamtitel war, dass ich für jeden Follow 1 Euro in den Follower-Topf packe. Also, in den Giveaway-Topf. Und ich sag Bruder, so. Bruder, ich hatte so eine ähnliche Strategie. Ich habe für jeden Follower Liegestütze gemacht. Einfach. Ich sag so, zur ganzen Thematik mit der Facecam, ich habe deine Facecam einfach auch eingeblendet. Wie? Ich habe einfach einen Screenshot von einem alten Stream von dir gemacht und habe dich einfach oben. No way! Und wenn die Leute dann deswegen draufgeklickt haben, dann habe ich sie trotzdem dann erstmal geködert. Oh mein Gott, ich habe richtig Angst, dass du richtig rasiert hast. Wir fangen erstmal an mit, wie viele Chatnachrichten hast du? Wie viele Chatnachrichten ich hatte? Ja. Bruder, ich bin übertrieben nervös, ne? Bald ich auch, oh mein Gott. Ich habe auch übelst oft gesagt, okay, Chat. Und dann war einfach niemand da. Ja, bei mir auch. Ich hab am Anfang einfach so mit mir selber geredet, ne? Ganz kurz, wir fangen jetzt an mit Vergleichen, Freunde, für alle, die das jetzt nicht gecheckt haben. Und wir vergleichen jetzt erst unsere Chatnachrichten. Ich hatte 2-stellige Chatnachrichten. Ich hatte 3-stellig. No way! Oh mein Gott, ich hätte irgendwo in den Game reingehen sollen. Oh mein Gott, wie viel hattest du? 203. Nein, laber! Doch, hatte ich. Laber, ich habe 74. Okay, weißt du, was dein Cap an Zuschauern war? Meine höchsten Zuschauern waren 20. Fuck, meine waren 19. Okay, wirklich? Ja. Okay. Aber das ist ja egal, das ist ja alles egal. Es zählen nur die Follower, oder? Ja, es zählen jetzt nur die Follower. Es gibt nur mein die Gott. Follower. Mehr Follower. Ich glaube, du hast es. Okay, wollen wir einfach als Auflösung, du postest mir jetzt deinen Twitch-Channel rein und ich poste dir meinen Twitch-Channel rein, ja. Und dann machen wir es so. Machen wir so. Das bin ich. Ich bin cooler Streamer. Ich bin Tommy 4000. Tommy 4000, Junge. Das Bild, Bruder. Wer ist er denn, Junge? Wir drücken beide auf 3 auf Follower. Ja, jetzt, ja, okay. 3, 2, 1. Drauf. Jawohl! No fucking way! No way! Alter, du kannst... Nein! Jawohl! Nein, ich hab 18 Follower! Ich hab 20! No way! Jawohl! No way! No way, ich hätte auch in den Game gehen sollen. Die Strat war so gut. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, Alter. Ja, also auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auf jeden Fall auch bei Bastis Video vorbei. Der hat das Ganze nochmal aus seiner Sicht quasi zusammengeschnitten. Und toxic. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao. Peace.